Baddha-Hasta, Uttana, Prishtasana oder auch kurz Baddha-Hastottana, Prishtasana ist die Stellung der Eidechse mit den verschränkten Händen oben. Svenja zeigt, wie es geht. Ausgangsstellung ist der Sprinter. Und vom Sprinter ausgehend faltest du die Hände hinter dem Gesäß und gibst die Arme nach oben und legst dann den Kopf auf den Boden neben dem Fuß. Und das ist Baddha-Hastottana Prishtasana. Baddha heißt gebunden, Hasta Hände sind also die verschränkten, die gefalteten Hände. Uttana heißt intensive Dehnung. Prishta heißt die Rückseite. In dieser Stellung wird die Rückseite des Körpers intensiv gedehnt. Baddha-Hasta Uttana Prishtasana ist ein gutes Asana für intensive Dehnung der Hüftgelenke, eine gute Übung zur Massage der tiefen Bauchorgane, auch eine Übung, die gut ist für die weiblichen Geschlechtsorgane. Eine gute Übung auch als Vorbereitung für Lotussitz und andere Stellungen, wo du eine gute Hüftflexibilität brauchst. Letztlich auch eine gute Vorübung für die ganzen Asanas, wo du die Füße hinter den Kopf bringen willst und dort eine sehr starke Flexibilität im Hüftgelenk brauchst. Mehr Informationen über dieses und andere Asanas findest du auf wiki.yoga-vidya.de.